So endet dieser Film, abrupt und unerwartet. Als ich diesen September zusammen mit His Jenny auf die Reise ging, wussten wir nicht, wohin diese führen würde. Im Nachhinein aber ist mir klar, ich habe sowohl Richtung als auch Tempo dieser Fahrt falsch eingeschätzt. Das ist jetzt was genau? Das ist eine Tablette, damit mir nach der Bestrahlung nicht übel werden sollte. Muss ich eine nehmen, also die eine halbe Stunde vor der Bestrahlung sollte ich nehmen und hätte sich bis jetzt eine bewährt. Es gibt denen, denen wird das sehr, sehr schlecht. Oder? Und wie hat sich das jetzt in Grenzen gehalten? Und die kann ich auf die Zunge legen und vergeht nachher, das ist ein Ring zum Nehmen. Und dann geht jedes Mal ist wieder ein Teil weg von dem Kleberkrebs. So, das muss man auch die Tabletten, die muss man das so anschauen. Putzt wieder etwas weg. Wie His Jenny im Kampf gegen Krebs selber bestimmt, wann Frieden ist, davon handelt diese Geschichte. Ja, das ist Jenny, Toni Atia G. Grüezi. Sie haben mich noch gesucht, glaube ich, morgen. Was habe ich jetzt gehabt? 4 Millionen, wie viel? Ja, ich weiss jetzt nicht mehr genau, wie viel es jetzt, aber das wird schon, das ist der, wo der Geschäftsführer die dividierte Zahl, das ist schon so, ja. Ja. Das ist ein Jammer in sich, aber dem habe ich auch für Millionen Ware abgekauft in den letzten Jahren. Sie müssen es ihm nicht sagen, oder? Bin ich preislich im Verhandeln, bin ich im Arsch, oder? Aber er ist natürlich ein Rappen, ein Knuppensager, oder? Jetzt habe ich gerade einen Auftrag bekommen für 4,5 Millionen. Grüß Gott. Grüß Gott. Wie geht's? Gut, mit gut, Ihnen. Danke. Ja, plus, minus, wie es ihm geht. Ja. Seit Februar dieses Jahres ist His Jenny an Magenkrebs erkrankt. Trotz Todesurteil erkämpft. Dies ist bereits die dritte Strahlentherapie in Folge. Das sind da die Punkte, die sie bestrahlen. Verblüffend offen, so hat sich der Altständerat von jeher gezeigt. Krebs hin oder her. Aber ein Tabu gibt es dann doch. Seinen von der Krankheit ausgemergelten Körper. Den zeigt er uns nur bedeckt. Ich bin jetzt körperlich nicht in der Verfassung, wo ich in der Badhose rumlaufe, wenn Sie mit der Kamera da sind. Da sehe ich mich jetzt zwar nicht gerne. Warum? Ist das die Eitelkeit? Das ist schon die Zählen machen Sie auf, ja, aber zeigen Sie nicht. Körper, da habe ich eigentlich genug am Morgen im Bad, wenn ich mir anschauen muss. Das ist eine unheimliche Wandlung. Oder? 15 bis 17 Kilo weniger auf mein Körpergewicht. Das ist eine Zäsur, oder? Was da vorgeht. Äußerlich der Zerfall. Innen wuchert die Ursache, der Krebs. Der 62-Jährige hofft, diesen seinen Widersacher mittels Strahlentherapie zu stoppen. Ja, doch. Da merken sie nichts. Es geht 3 Minuten, ist die Übung vorbei. Aber nach der Bestrahlung, 10 Minuten später, merken sie bereits, dass etwas passiert ist in dem Körper. Das hat schon eine unheimliche Wirkung. Wer glaubt, His Jenny habe diesen Kampf früh aufgegeben, irrt. Eine Magenoperation, 24 Bestrahlungen und 7 Chemotherapien hat er bereits hinter sich. Es ist der Griff nach dem rettenden Strohhalm, nach dem Leben, trotz ärztlichem Verdikt. Da kommt er zu mir und sagt, sieht gar nicht gut aus. Dies. Und da habe ich ihn gefragt, ja, 1 oder 2 Jahre? Dann hat er gesagt, das kann ich dir nicht sagen. Und da habe ich gewusst. Das ist schlimm. Kopf, du denkst, es kommt dir gar nicht recht an. Also recht an kommt das jetzt. Aber das kommt lang, kommt das gar nicht recht bei Ihnen, im Innersten an. Sie wissen, das ist so, aber richtig wahr nicht. Kein Zusammenbruch, keine Tränen? Nein. Hey Jenny, wie geht's Ihnen? Ja, Achterbahn halt, oder? Es geht mir persönlich ganz gut. Ich fühle mich auch relativ gut. Das Problem, Sorgen macht mir langsam das Gewicht, oder? Da habe ich am meisten Angst, dass man zumacht, dass ich nicht mehr essen kann. Und dann ist die Frage, was man macht, oder? Ich kann nicht eine Woche nichts essen. Und man kennt sie als sehr willensstark, sehr motiviert. Und es geht einfach nicht. Dennoch würden wir zum Beispiel als Möglichkeit eine Magensonde legen. Das würde heissen, sie haben vielleicht eine Woche, 10 Tage, hätten sie einen Schluch.
könnten sich aber doch flüssig, nicht künstlich, normal ernähren. Durch die Nase? Durch die Nase. Das heisst, sie sind, können frei reden. Aber der Name muss ich warten, die Nase reingeben? Richtig. Ui. Es kann sein, dass sie mir sogar in den Schlauch abdrücken, damit ich mich ernähren kann, weil die Speiseröhre so verletzt wird. Jetzt du. Und das stinkt mir jetzt. Oder? Und da hätte ich noch gerne einen Löffel. Er, der so vieles bewegte und bewirkte, für ihn reduziert sich nun das Wesentliche auf die Nahrungsaufnahme. Ursula Abgottsporn, seit 4 Jahren die Frau an seiner Seite, muss mit ansehen, wie ihr Tiss Woche für Woche schwindet. Solange er noch da ist, bin ich glücklich. Und ja, wie soll ich sagen? Rein optisch habe ich mich daran gewöhnt. Für ihn ist es sicher nicht angenehm. Und zwischendurch merke ich ja eigentlich gar nicht so viel, weil wir gehen wandern noch daheim bei mir. Wir sind noch Ski fahren. Klar, Kraft lässt ein bisschen an, aber sonst habe ich nicht das Gefühl, ist er sehr eingeschränkt. Ja. Und ich gebe mir Mühe mit Kochen, dass es schmeckt. Und, ja, aber es hilft halt alles nicht so in der jetzigen Situation. Ein Hauch von Hoffnung. Es schien, als habe der Fahrplan dieser Reise sich geändert. Raus aus dem Tunnel. Licht und Perspektive. Ein Stück geschenktes Leben. Nach diesen düsteren Tagen der Niedergeschlagenheit. Was wir gesagt haben, ja, mit dieser Diagnose, als ich gefragt habe, wie manchmal lebte nach einem Jahr, dann haben sie gesagt, keine mehr. Und als ich da reingekommen bin, ihr das gesagt habe, dann hat sie einen Nervenzusammenbruch praktisch gehabt. Praktisch ein Nervenzusammenbruch. Das war also schlimm. Auch für mich zum Leben. Da ist gar kein Stein mehr auf dem anderen geblieben. Dann all dem gebrochen bei ihr. Da ist das wahrscheinlich richtig. Vorher schon schlimm gewesen, aber das ist nachher für sie dann ist er richtig. Ich sehe sie heute noch da drauf liegen und bücken und zittern machen. Und ich nicht will erholen, habe ich dann müssen sagen, ja Gott, Gott, erzähl, was ist noch los? Ich bin noch da. Bist du krank oder bin ich krank? Ja. Auch wenn ich nicht mehr rum bin, das geht gleich weiter. Da hat schon Menge gemeint, er wäre vermisst. Also geht hure schnell, er wird mir nicht mehr vermisst. Das geht dann hure schnell. Ja. Ja. Für die, aber sicher nicht für die Nächsten. Ja, das darf man nicht. Der Nachbauer, ja, der vergisst dich schnell. Die Familienhündin wacht vor dem Eingang von Jennys Baufirma Tonerti AG. Drinnen treffen wir den Chef am Schreibtisch an. Ja, da kommt gerade die Rechnung für den Haarersatz, den ich zum Glück nie gebraucht habe. Wieso sind die Haare nicht rausgekommen? Ja, die haben mir so Eiskappen bei der Chemo haben mir so Eiskappen angelegt. Da tut man 4 Grad, aber kühler. Da hat man offensichtlich gute Chancen, dass die Haarpracht, sofern sie eh vorhanden war, bleibt. Wenn sie natürlich vorher kein Haar hatten, haben sie nachher Haar. Ohne Haar. Nein, ich mit meinem schmalen Grind. Nein, dann würde ich nicht rumlaufen ohne Haar. Der kann sie schon, die tiptop ausgesehen. Das Haus gibt einen Filmstar mit diesen Perücken. Oben auf dem Gipfel angekommen. Als beliebter und geschätzter Politiker und millionenschwerer Bauunternehmer. Er, der tief unten angefangen hatte, aufgewachsen im sozialen Elend, verwahrlost, von den Eltern im Stich gelassen. Wo waren sie denn, die Eltern? Ja, unterwegs, irgendwo. Aber nicht daheim, nicht dort, wo sie gehört hätten. Und das ist dann schon noch her. Ja. Oder wir haben, wenn ich nicht wie in der dritten Klasse war, da sind sie vielleicht 9. Wenn ich nicht sagen kann, geholt scheiten, ist nicht warm geworden in der Stube innen. Oder? Zähler haben wir für den Strom, wenn man einen Zähler hatte, da ist noch Licht geworden, wenn du einen Franken reingekriegt hast. Und die Franken waren keine Jungen, das war viel dunkel. Die Mütter der Kollegen haben nicht gerne gehabt, wenn die mit mir zusammen waren, weil das war ein schlechtes Umfeld. Das ist die Mutter, das ist die ältere Schwester, das ist die jüngere Schwester, das ist meine Wenigkeit. Das ist Cousine. Haben Sie den Eltern je verzeiht? Nein. Nie? Nein, nie. Obwohl noch die Mutter dann viel nachholen wollte. Und wir haben politisch viel geschrieben gemacht. Sie war noch relativ beschlagen, mir geholfen hat. Das haben wir nie verzeiht. Kein Kontakt mehr? Wohl schon.
Schon, Kontakt normal, aber ich habe das nicht verzeiht. Aber der Kontakt, wohl, der war immer da. Ich habe er sogar nachher eine Wohnung gekauft, wo sie nicht drinnen wohnen. Nein, nein, das schon. Aber auch nicht die warme Beziehung, wie es normal wäre. Gut, Männer, darf ich euch zu unserer Geschäftsleitungssitzung recht herzlich begrüßen. Jona. Solange es geht, weitermachen. So lautet seine Devise. Doch Tis Jenny wäre nicht er, hätte er die Zeit nach seinem Tod nicht sofort und sauber geregelt. Der Rücktritt als Ständerat ist bereits vollzogen. Mandate niedergelegt. Die Firmenleitung dem Sohn übertragen. Der meint mir, ich kriege jetzt zu Kreuze, oder? Und da, also ich sehe es gleich, muss ich noch Selbst für Hündin Ona ist vorgesorgt. Sie wird ihren Platz bei Ex-Frau Heidi finden. Der Erhalt der Firma ist gesichert. Unmittelbar nach der Schockdiagnose hat der Unternehmer seine Mitarbeitenden informiert. Haben Sie sie versammelt? Nein. Nein. Ja, du hast gesagt, sofort gesagt, ja. Nein, ich habe das Gefühl, ich müsste eine Sitzung einberufen. Zu jedem Einzelnen? Ja, aber der, der gerade begegnet ist. Oder? Also, den habe ich natürlich, den bin ich wenig telefoniert. Oder? Ja. Im obersten Kader habe ich telefoniert. Wissen Sie noch, wie es war? Die Nacht hat man natürlich nicht geschlafen, mal ich. Definitiv nicht. Ich arbeite schon bald 30 Jahre unter diese Jenny. Es ist mehr. Ich sage jetzt, ja, fast Vater. Man muss jetzt schauen, dass man nicht emotional wird. Das ist auch ein Problem, hat mich natürlich sehr, sehr bewegt. Jetzt noch. Also, das merkt man einfach. Oder? Ja, es passt jetzt nicht gerade an, aber nicht schuld. Ja, das ist, man tut es ja verdrängen mit der Zeit, oder? Und ja, wobei ich habe das Gefühl, es kommt wieder gut, oder? Ich bin überzeugt, dass es gut kommt. Hier auf diesem saftig grünen Fleckchen Erde hoch über Glarus ist Tis Jenny seit rund 25 Jahren daheim. Während wir seine Lebenspartnerin filmen, ruht sich der 62-Jährige kurz aus. Ein Bild, welches man vor der Krebserkrankung höchst selten sah. Ich sage dann, ich brauche, ne? Ja. Tis Jenny lernte die dreifache Mutter an einer Delegiertenversammlung der SVP kennen. Was als zufällige Begegnung begann, wurde zur zweiten Chance auf eine große Liebe. 4 glückliche Jahre, dann kam der Krebs. Das Unbeschwerte, das wir vorher halt beide hatten, ist sicher von beiden ein bisschen gewichen, oder? So, ja, ich habe das Gefühl, schon bei dir ein bisschen. Ja, vor allem Gelassenheit, unbeschwert. Und eben, er leidet ja gleich zwischendurch, also Schmerzen, oder es ist ihm schlecht, oder er muss abblicken. So verändert sich schon. Und zeitweise hatte ich fast das Gefühl, es sind fast wie 2 neue Menschen, die sich neu finden müssen. Manchmal ist es so, ja. Aber ich glaube, mir hat es jetzt Bock. Das weiß ich nicht. Muss ich schon. Er ist kein Mann der kitschigen Gesten. Für ein Kuschelbild auf der Couch ist er nicht zu haben. Nein, ich will doch nicht Bilder, wo mir zwei Frischverliebte da auf dem Busch liegen. Nein. Lieber zeigt er sich so, mit Helm auf gewohntem Terrain. Wer bist du im Termin dran, Werni? Wer bist du Termin nicht dran? Also jetzt nicht schlecht, ja. Baustellenbesuch zusammen mit Sohn Matthias. Dieser tritt in die Fußstapfen des Vaters, der übrigens auch wirklich ein Vater war, trotz engem Terminkorsett. Na ja, da bist du vor einem Monat praktisch im gleichen Ort. Hallo. Hoi, hallo. Ich habe mir die Zeit genommen, weil ich gewusst habe, das, was mir passiert ist, meine Jugend, passiert meinen Kindern nicht. Es gibt selten einen Vater, der so viel gemacht hat wie mit mir. Wir sind viel zusammen auf Davos Skifahren, viel zusammen trainiert. Wir haben eine super Beziehung miteinander, das ist wie der beste Kollege für mich. Und über den Tod redet sie? Haben wir gar noch nie geredet. Ja. Warum nicht? Ja, das ist früh genug, wenn es so weit ist. Genau. Ja. Jetzt bin ich da und fühle mich wohl und er sich auch. Und so viele Probleme, die passieren können, das zum Alltagsgespräch machen.
nützt nichts. Ändert die Situation nicht. Trotzdem, sich wahl- und hilflos dem Schicksal ausliefern, ist nichts für Macher Jenny. Er hat vorgesorgt, will notfalls den begleiteten Freitod wählen. Haben Sie schon eine Idee, wie das dann aussehen sollte? Oder trinken Sie einen Sirup, Zaubertrank, dann schlafen Sie. Wer dann von den Angehörigen soll rum sein oder so, das ist dann noch hart oder das ist dann noch schwierig. Haben Sie das schon besprochen? Nein, habe ich noch nicht. Nicht? Das habe ich noch vor. Wen wollen Sie dabei haben? Ja, da masse ich mir jetzt, bevor ich Gespräche mit ihnen geführt habe, noch keine Aussage, sonst fühlen sie sich unter Druck. Zu diesem Zeitpunkt aber schien der Tod noch in weiter Ferne. Wir planen voraus. Die nächsten Aufnahmen, Jenny, der Politiker. Du, jetzt muss ich noch mal. Jetzt bin ich wieder daheim. Ja. Jetzt bin ich wieder daheim, ja. Du, eine Frage. Bist du am 20.21. in Bern? Was Sie machen da für die Sendung Reporter? Machen Sie da, wenn einer mit einer Krankheit umgeht, machen Sie zwei, drei Aufnahmen. Oder? Und dann wird es natürlich, dass ich mit den Altparlamentarier noch zusammenkomme. Oder? Eventuell. Hm? Gut. Doch dann der Bruch. Tis Jenny liegt im Spital Glarus. Der Krebs hat unerwartet und mit voller Wucht zurückgeschlagen. Noch einmal macht Tis Jenny eine Chemo. Vergeblich. Mittlerweile wird er künstlich ernährt. Die Entscheidung zu gehen steht fest. Ein Interview wollte er keines mehr geben. Stattdessen, so war es in seinem Sinne, redet seine Partnerin für ihn. Er hat immer gesagt, ich kämpfe so lange, dass du eine Hoffnung hast, dass es gut wird. Er hat gesagt, ich liege ein Jahr im Spital, wenn ich weiss, ich habe nachher nur 30 gut. Aber wenn du nur am Spital liegst, und du weißt, es wird einfach nicht mehr gut. Ja, dann. Es gibt nichts mehr zu kämpfen. Was will noch kämpfen? Es gibt nichts mehr zu kämpfen. Du kannst nichts mehr machen. Du bist wirklich einfach ausgeliefert. Er ist gegangen, wie er lebte. Entschieden und selbstbestimmt. Neben den Angehörigen und Mitarbeitenden nehmen auch politische Weggefährten Abschied. Christoph Mörgerli war zusammen mit Tis Jennys Familie bis zum Schluss bei ihm. Wie war der Moment, wo er sie gefragt hat, ob sie ihn in den Tod begleiten würden? Das ist natürlich aufwühlend, weil da hat man gespürt, dass er einen Entscheid gefällt hat. Und wenn man seine Konsequenz sieht in allen Sachen, hat man gewusst, dass er diesen Weg auch wird gehen. Und Sie haben gerade gewusst, ich werde mit dir gehen, diesen Weg. Das habe ich gewusst, weil wir haben sehr viele schöne und lustige Zeiten miteinander verbracht. Dann gehört das andere natürlich auch dazu. Kameras sind unerwünscht. Die von Christoph Mörgerli verlesene Trauerrede, wen wundert's, hat Tis Jenny selber verfasst. Für seine persönliche Überzeugung gilt für sein Lebensende das, was Tis einmal mitten in einer Ständeratsdebatte gesagt hat. Punkt, fertig, aus die Maus. Tis Jennys Familie wusste von diesem Film. Ex-Frau Heidi und die gemeinsamen Kinder haben sich wie all die Jahre zuvor lieber im Hintergrund gehalten. Gemeinsam mit Lebenspartnerin Ursula begleiteten sie Tis Jenny in den Tod. Ich habe ihm mal gesagt, Tis, wir sind in wenigen Jahren eigentlich durch dick und dünn gegangen. Und jetzt wird es knüppeldick. Aber ich gehe auch hier noch mit dir durch, oder? Sorry. Und ich bin froh gewesen, bin ich da. Ich bin froh gewesen, dass wir am Schluss all die da gewesen sind, die ihm wichtig waren. Ja, seine Familie und ich, dass wir das zusammen ihn so haben begleitet, dass man ihn auch nicht im Stich gelassen hat. Ja. Mhm. Eine Woche nach der Beerdigung. Ursula Abgottsporn ist wieder zu Hause in Zermatt. Allein. Die Wochen zuvor hatte sie an Tis Jennys Seite im Spital verbracht. Im Wissen, dass er bald sterben wird.
dann bespricht man noch ganz viele Sachen miteinander. Oder dort vielleicht auch die Beziehung Revue passieren. Man erinnert sich an gewisse Sachen. Oder auch, wenn man mal uneins war, sollte man das vielleicht noch sagen, nein, gell, das ist in Ordnung. Wir bleiben einander nicht schuldig. So Sachen haben wir natürlich dürfen noch bereinigen und dann, dass man gut voneinander geht. Aber speziell etwas machen. Ich bin jetzt eher richtig, die gesagt ich will noch dies von dir oder ich will noch das von dir. Aber das hat er dann nicht kennen. Oder wollen oder wie noch Fingerabdruck. Oder ja, auf einmal wie wird man fantasievoll. Oder? Wenn man einfach etwas zurückbehalten kann. Ja, das kann zurückbehalten. Und er hat mir noch etwas mitgegeben am Freitagabend. Ja, aber das will ich jetzt nicht sagen. Nein, das diese Reise hat ihr Ende genommen. Ja, hier ist Schluss. Tiziani ist, wenn man so will, vorzeitig ausgestiegen. Über den Moment des Abschiednehmens hatten wir zuvor miteinander gesprochen. Wie haben Sie sich vorgestellt? Haben Sie noch, weiss nicht, Musik? Nein. Ein Mal, ein nein. Henkermahlzeit etc. Nein. Ich habe genug gegessen in meinem Leben. Genug Fester gehabt.